Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sich Wochentage merken können, beziehungsweise wissen, welcher Wochentag heute ist, dann wundert ihr euch sicher darüber, dass nämlich jetzt auch am Mittwoch hier eine Video-Review hochgeladen wird. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, weil diese Woche zwei sehr, sehr schöne Alben, über die ich euch gerne was erzählen würde, erscheinen. Und heute kommt es zu einem Tag, auf den ich sehr, sehr lange gewartet habe. Und zwar, weil ich endlich den Namen Slutface so häufig wie möglich vor einer Kamera sagen kann. In 2 Tagen erscheint nämlich deren erstes Album Try Not to Freak Out. Da dürft ihr euch nämlich auch drauf freuen. Ein richtig cooles Pop-Punk-Werk, das ich euch jetzt gerne vorstelle. Slutface ist eine junge norwegische Band, die, wie man schon im Namen sieht, irgendwie ganz gerne anecken. Hierzu eine kleine witzige Anekdote. Und zwar hießen die ursprünglich tatsächlich Slutface mit einem schönen U, wo dann die Bedeutung noch ein bisschen offensichtlicher war, mussten dann aber aufgrund, weil sie quasi auf Facebook keine Anzeigen mehr schalten konnten und das sonst irgendwie mit diesem Schimpfwort im Namen alles ein bisschen schwierig war, werbemäßig, mussten sie das dann in dieses O mit diesem Strich durch sozusagen umändern, was sich letztlich genau gleich ausspricht, aber halt irgendwie ein bisschen anders ist. Wie dem auch sei, genau, das ist ein Quartett aus Norwegen, gerade irgendwie seit ein paar Jahren erst unterwegs, mit einer weiblichen Sängerin namens Hayley. Ja, und die haben jetzt schon zwei EPs veröffentlicht, die so ein bisschen Pop-Punk-mäßig irgendwie unterwegs sind. Da sind natürlich die Parallelen zu Paramore, wo die Sängerin ja auch Hayley heißt, irgendwie sicherlich da. Das Ganze ist aber irgendwie ein bisschen alternativer und was eben auch sehr schön ist, dass Slutface nicht nur im Namen anecken, sondern auch inhaltlich irgendwie wirklich was zu bieten haben. Da geht es irgendwie um Feminismus, da geht es um andere sehr, sehr wichtige Themen, die mir jetzt leider gerade nicht einfallen. Auf jeden Fall steckt da auch hinter den Texten ordentlich was. Und jetzt erscheint eben das Debütalbum Try Not to Freak Out, worauf die Musikwelt tatsächlich schon relativ lange gewartet hat. Ja, ich hatte erst ein bisschen Angst, weil schon die zweite EP mir gar nicht mehr so gut gefallen hat und auch die erste Single Magazine irgendwie sehr, sehr arg wirklich dann pop-punkig daherkam. Aber von Try Not to Freak Out kann man auf jeden Fall sagen, dass es trotzdem ein cooles Album ist, was natürlich irgendwie, also wenn man jetzt Pop-Punk total scheiße findet, dann wird man da auch irgendwie sich sicher nicht mit anfreunden können. Aber letztlich ist es irgendwie einfach eine energische Gitarrenband mit coolem weiblichen Gesang und das scheppert schon auch ordentlich. Also, das ist nicht hier nur so Pop-Punk und Highschool und hast du nicht gesehen, wie eben Magazine so ein bisschen klingt, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, sondern da gibt es schon auch andere Klänge oder so. Also letztlich sind die Bestandteile des Sounds irgendwie immer die gleichen. Man hat halt die Bandbesetzung, Gitarre, Bass und Schlagzeug und natürlich, da wird jetzt nicht wirklich viel von variiert, sagen wir mal. Also es gibt tatsächlich meistens irgendwie eine Gitarrenspur, da werden dann natürlich so ein paar Spielereien noch dazugefügt, aber irgendwie gibt es so eine prägnante Spur und Bass und Schlagzeug ballern halt, wie das irgendwie sonst so ist. Dafür ist es manchmal irgendwie ein bisschen glatt gebügelter, wie zum Beispiel auch in Pitted, das zwar auch nicht nach vorne geht, aber schon auch irgendwie so ein bisschen. Ja, naja, es könnte auch in einem alternativen Radio laufen, sagen wir mal zum Beispiel. Dann gibt es aber irgendwie Tracks, wo das Ganze irgendwie komplett anders ist. Zum Beispiel Pools, da hat man eher so eine Akustikgitarre, die drüber gemischt ist, was irgendwie auch ganz spannend ist, was jetzt aber auch manche Leute wahrscheinlich wieder viel zu poppig finden. Ich finde es großartig. Und Slumber, das klingt eher so nach den ruhigeren Wolf Alice Liedern. Das liegt auch daran, dass da auch noch eine Männerstimme dazu gemischt wurde. Und dann gibt es natürlich auch wirklich so richtige Kracher, wie zum Beispiel Nightgilt. Da ist im Refrain aber sowas von die Party, wenn da irgendwie die Becken crashen, die Becken knallen sozusagen und die Gitarre so richtig hingerotzt wird. Also das eckt schon auch teilweise an, obwohl es irgendwie hin und wieder natürlich auch irgendwie schon schön nach vorne und irgendwie prägnant eingängig produziert ist. Ja, eben jenes angesprochene Nightgilt hat es mir auf jeden Fall angetan. Das startet mit so einem irgendwie schon sehr, sehr aufdringlichen Gitarrenriff und dann ist der Bass sehr dominant und im Refrain wird wirklich die Gitarre ist da sowas von irgendwie brutal tatsächlich schon. Also es bleibt natürlich irgendwie ein Popsong, aber irgendwie knallt das so brutal und entsteht da stehen dann die Becken wunderbar in der Luft. Das ist wirklich ein cooler Moment. Und ansonsten hat es mir der zweite Track Galaxies komplett, da bin ich komplett überwältigt von. Das ist wirklich irgendwie auch der Track, bei dem ich sagen würde, der zeigt irgendwie, was für ein musikalisches Potenzial in der Band steckt, dass hier nicht irgendwie nur so 3 Minuten Pop-Punk-Songs, die in American Pie irgendwie laufen könnten, gespielt werden. Da ist wirklich ein unglaublich schöner Refrain. Also kann ich nur sozusagen
wenn ihr euch einen Song anhören wollt, dann hört euch auf jeden Fall Galaxies an. Ein absoluter Klassiker. Und ich würde mal behaupten, landet auf jeden Fall am Ende des Jahres auf dem Jahressampler. Ja, Try Not to Freak Out ist auf jeden Fall irgendwie ein cooles Album, um wieder auf Touren zu kommen oder so. Also, das versprüht schon eine verdammte Energie. Das ist jetzt nicht ein Album, was man irgendwie so allein, also, das kann man super gut alleine hören, aber es ist jetzt nicht das Album, zu dem man sich irgendwie hinsetzt und dem ganz, ganz in Ruhe lauscht, sondern das kann man schon einfach laut aufdrehen, keine Ahnung, Kopfhörer oder man setzt sich dann doch irgendwie hin, aber man will irgendwie danach was machen. Danach fühlt man sich irgendwie besser und cooler und wacher. Und das Ganze bringt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schmackes ins Leben. Und das muss man der Band wirklich auch anrechnen, dass sie das schaffen in diesen jungen Jahren. Und was ich jetzt hier nochmal zum Abschluss sagen will, das ist ja quasi das Fazit, irgendwie Pop-Punk irgendwie so cool mit coolen Messages salonfähig zu machen, ist auf jeden Fall was, was es sicher gebraucht hat. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Woche zwei Alben vorzustellen, weil ich das unglaublich wichtig finde, dieses Album für die Entwicklung des Pop-Punks, der häufig irgendwie so als, keine Ahnung, eben American Pie, Macho-mäßig oder irgendwie Out und sowas von 2000, also mit den 2000er Jahren oder so verbunden wird. Und das ist auf jeden Fall was, was den da irgendwie wieder schön aus der Versenkung holen könnte. Und da könnte Slutfest auf jeden Fall stolz drauf sein. Also hört es euch am Freitag an oder klickt euch jetzt durch die Singles. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann Freitag wieder mit einem weiteren großartigen Album. Bis dann!